Moin und herzlich willkommen wieder bei War on the East 2, 1942 Szenario zwischen 18. März 43 und die Lage. Nun ja, also wie es auch in den Kommentaren geschrieben wurde, die KI mit 120 Moral ist schon ziemlich gut dabei, aber deswegen werde ich das nicht runterstellen, also ich werde es beibehalten. Und immer wenn man hier halt an einer Stelle irgendwas gewinnt, wie hier zum Beispiel in den Kessel, brechen die irgendwo anders total durch. Und es klappt nicht alles einfach und sauber. Das war ja auch bei der großen Kampagne, also ab 41 ein bisschen, dass die bei ihm mit 110 Moral nicht ganz so häufig zurückgeschlagen hat. Das hier doch eigentlich schon viel spannender. Die haben natürlich auch szenariobedingt ein bisschen mehr. Aber gut, mal sehen. Es gibt hier genügend Probleme und Dinge, die man tun sollte. Wieder, weil du einmal auf Refit. Geh mal nach vorne und helfe hier noch ein bisschen beim Schaufeln. Oder gehe. Oh ne, das passt schon. Und du müsstest einmal nach hinten. Und ihr sollt einfach diese Position halten. Dann der komplizierte Part. Also der Kessel muss weg. Und wir brauchen hier ganz, ganz dringend Truppen, die sich irgendwie hier rum kümmern, dass Dalino nicht fällt. Und es ist die große spannende Frage, wer genau das machen soll. Aber ein Problem nach dem anderen. Liebsten würde ich die Kessel einfach nur mit Infanteristen erstürmen, damit die Panzer mit Volldampf darüber können. Ja, Volldampf. Zum Teil haben die auch nicht mehr so viel Treibstoff, aber deswegen dürfen die dann ja eigentlich erst recht nicht angreifen, damit die da noch irgendwie rauskommen. Durch die Frage, sind die wirklich so schwach wie... So, man könnte einfach mal diesen Stack, der ist auch nicht gerade der stärkste, nehmen und testweise mal draufhauen. Entweder mit Luftunterstützung, in der Hoffnung, dass ihr das dann auch wirklich so schafft. Ja, okay. Ein bisschen mehr ist da dann schon. Kann doch der eine oder andere Panzer damit machen. Na gut, wenn der daran geht. Er sollte das schaffen. Der könnte zwar eigentlich auch noch schön fahren, aber die Kessel müssen weg. Hier 25.000. Gut, 24.000 Mann. Den anderen Kram. Der noch weg. Nehmen wir halt doch den einen oder anderen Panzer. Ah, dann sind wir bei ungefähr 40.000 und hätten hier auch noch mal ein paar drin. Ja, der kann auch fahren, den brauchen wir da drüben. Gut, der von hier hinten, der käme da eh nicht zu weit. Aber vielleicht noch Unterstützung. Den auch noch eng. Da noch nicht. Mal den Infanteristen noch mit, das sollte dann hoffentlich reichen. Oh, doch, knapper. Als gedacht, aber okay. Es hat hingehauen, nochmal 30. Ich glaube, dann sind wir so bei 70.000 Mann. Ungefähr, wobei man kann hier nachgucken. Das waren ja die einzigen Kämpfe, die bisher geführt wurden. Ja gut, 68.000. Sagen wir mal 70.000, ich glaube... Der andere Kesselteil letztes Mal auch 70.000, also so plus minus 140.000 Gegner weniger dank den Kesseln. Das ist schon mal gut und dass es jetzt auch leer ist. Ja, und jetzt heißt es erstmal da zurückkommen und sich irgendwie hier drüben darum kümmern, dass die Lage ein wenig entspannter wirkt. Ja, Luftphase wie so häufig nicht drin, waren auch nur ein paar Aufklärungsflüge, unter anderem hier drüben etwas stärker. Also dahinter ist es leer. Aber es fehlen irgendwie die Bewegungspunkte, wenn man sich zum Beispiel hier irgendwie durchschlägt, ganz auf die andere Seite zu kommen. Wäre, glaube ich, nicht möglich. Und deswegen muss es wahrscheinlich erstmal kleiner losgehen vom Kessel her. Dann könnte zum Beispiel diese Brigade zerschlagen und diese Division. Und dann immerhin die hier vorne mal einkesseln, aber...
Die große Frage, wer genau das wie machen kann. Ach so, du hast auch den auf der anderen Seite, deswegen steht das Akku da, aber du kannst da nicht lang. Ich wollte gerade sagen, eigentlich kann der mal zur Seite gehen, kann aber gerade gar nicht. Eine verbündete Einheit steht. Der anderen Seite, also die Brigade steht im offenen Feld, die wird schon nicht so stark sein. Ist wahrscheinlich den zerschlagen. Wie gesagt, B ist nicht so stark. Noch jemand den loswerden und dann schauen, inwiefern man den Kessel halten kann. Nebenbei die italienischen Einheiten verschwinden dann alle im nächsten Zug. Also im sowjetischen Zug sind sie noch da, aber danach sind sie dann alle weg. Und wir sogar hier ganz außen rumfahren. Wir nehmen. Dass du dahin gehst, dass das Akku, der kann von hier drüben noch. Das fällt und vernünftig angreifen kann wahrscheinlich kein anderer. Sagen, du haust hier zu. Okay, fliegt nach da unten. Und jetzt die Frage, wie man das hier vernünftig geschlossen kriegt. Also du könntest auch dahin. Aber okay, der könnte auch dahin und der andere könnte dahin. Hätte man das an der Stelle schon mal geschlossen? Ja, der ungarische Panzer ist nicht sonderlich stark. Und dann könnt ihr hier auch noch leicht in eurer Befestigung bleiben. Sagen, machen wir das erstmal so. Du fährst da rein. Fährst da rein. Und hoffentlich könnt ihr das irgendwie halten. Natürlich, nächstes Problem, das muss hier ja trotzdem irgendwie alles noch abgedeckt werden. Und das kann wirklich lustig werden. Okay, und aufgrund von Kontrollzone und Combat Delay kommt dieser Panzer hier schon gar nicht weit. Das heißt, wir müssten dem auch so ein bisschen was Bindung hinbauen. Du gibst immer ein Stückchen weiter. Irgendwie ein Raum. Ja gut, hier sind. Wenn die ich schlagen würde, würde es natürlich hier rum bedeutend schneller gehen, aber dann müsste man die auch noch schlagen. Ich würde sagen, ihr kommt dann erstmal hier rum und aus den. Verbindung offen halten, oder? Da sind gerade eine Menge Einheiten, die man bewegen könnte. Deswegen bin ich ein bisschen am Hin und Her schauen, wer vielleicht hier noch wie wohin kommt. Wer eben nicht mehr so weit. Der Panzer ist auch nicht mehr der schnellste. Da runterfahren diese Infanteristen. Ihr habt da zwar tolle vor, aber das sieht so aus, als ob ihr da bald eingekesselt werden könntet. Geht sowieso ein bisschen weit östlich. Ich würde sagen, die versuchen sie, sollten sich eher davon machen. Hier. Oder anscheinend zerschlagen. Geht's noch halbwegs? Hier ist den da. Okay, Zeit Bewegung zu machen. Also ihr gehört ja fast alle ins gleiche Korps. Du hast noch Kampfkraft. Könnt ihr den natürlich auch noch Stalino selbst reinschicken, wenn jemand drin steht. Andererseits, da kann vielleicht auch eine Division rein. Ich meine, es ist eine befestigte Stadt. Die Festungseinheit hat auch so ein bisschen Kraft. Mal, dass sie das schon halten werden. Mit euch. Na gut, diese Panzergrenadiere sind ja mit die kampfstärksten Einheiten, die da sind. Müssen vielleicht nachher bei Charkiw auch helfen, wenn ihr euch sonst vielleicht hier auf diese Seite ein bisschen zentriert. Und da schon mal die Deckung aufbaut. Hier vielleicht auch umbauen.
ganzen Panzergrenadiere in einem Chor drin sind. Da muss nur eben der eine Panzer von hier oben nachher noch woanders hin, aber das kann man ja noch zuteilen. Gut, dann mauert ihr da ein bisschen außen rum. Und andere Einheiten und Panzer sollten da dann, denke ich, auch eher raus. Setze ich mal vorläufig dahin. Und na gut, da geht es immerhin ein Einser vor. Und du auch mal zurück. Auch diese schwächeren Einheiten bleibt zwar nicht alleine irgendwo stehen. Quartiere kommen natürlich auch noch dran. Für wen müssten wir nie wie noch einen Pfad offen halten? Für diesen Panzer. Aber dann, wenn man hier ganz leicht irgendwie noch Kontakt hält, das sollte ja reichen. Auch immer wichtig, wer kann hier überhaupt jetzt noch Gas geben? Vorläufig. Okay, der könnte theoretisch auch das Feld unterstützen, falls man braucht. Deswegen parke ich den erstmal da. Kann der immer noch da rein. Du bist nicht sonderlich kampfstark, sondern nur schnell. Hier, komm, geh mal mit nach Voroshilo gerade, dass da auch ein paar Leute drin sind. Bist auch nicht mehr so schnell. Du kannst dir noch helfen, den Pfad zu dem Panzer offen zu halten. Hier mit der Sicherung nach Osten auf, dann so langsam ist hier ein bisschen aufgeräumter. Du solltest dann, denke ich, einfach Gas geben. Ich glaube halt, die Panzer brauchen wir eher hier jetzt für. Und die Infanteristen sollen das hier noch ein bisschen verteidigen, soweit es geht. Hier noch rüber. Hierhin. Du darfst auch schon mal, soweit es geht. Ja, Haku steht alleine. Das mal kurz. Lass dich auch schon mal absetzen. Okay, könnt ihr meinetwegen zusammenstehen, dass der Pfad für den Panzer etwas größer ist. Der war jetzt auch ein bisschen alleine, den könnte man vielleicht motorisieren. Probe nicht geklappt, aber Bewegungspunkte sind vorhanden. Kommst du auch schon mal ein bisschen raus? Oh, ja, also lose. Irgendwo in die Gegend fahr da schon mal weg. Ihr haltet dann da noch Kontakt. Und ihr, würde ich sagen, setzt euch auch mal lieber weiter ab. Nach hinten kommen. Ihr könntet ja den unterstützen. Ihr geht auf jeden Fall auch weiter nach hinten. So lose stehen. Ihr versucht euer Zweier vorzuhalten. Hier entlang, dann könntet ihr hier einfach noch weiter weg. Könntest du hier, ich meine, gut, man könnte den da drüben hinschicken, Befestigung noch ein bisschen unterstützen. So, das nach Osten ist jetzt so halbwegs gesichert. Komm hier erstmal einfach mit. Wir gehen ein bisschen in die zweite Reihe, falls da doch einer durchkommt, dass da irgendwo mal einer steht. Okay, ganz grob. Während das ist die Bewegung, da ist sicherlich noch ein bisschen Feinarbeit vonnöten. Würde ich dann nachher machen. Gerade auch die Hauptquartiere ist jetzt wieder alles ein bisschen durcheinander geraten. Bei euch aus, ihr habt hier noch Befestigung. Ihr haltet hier auch noch ganz gut. Bei euch aus, der war auf Refit. Habt ihr denn was? Definitiv noch eine Runde auf Refit. Achso, hier war auch noch einer drin. Du könntest wieder, ich meine, der könnte noch Stalino rein. Ist jetzt auch nicht der. Aber der kann auch nur unterstellt werden. Er geht raus. War nicht die Heeresgruppe. Gehe davon aus, dass wir da immer noch genügend Kapazität ist immer noch ausreichend eigentlich. Mal da drüben rein. Du
Ja, bleibt mal auf Wii Fit. Denke ich da mit rein. Der ist auch nicht so richtig kampftauglich. Okay. Wahrscheinlich wird man auch noch ein paar Reservebefehle brauchen, damit das irgendwie halten kann. Und das Feld müsste natürlich eigentlich auch besetzt werden. Aber blicken wir mal ein bisschen weiter hier rüber. Bisschen stressig aus, die ganze Front entlang. Also, hier sind ein paar Angreifer, die man vielleicht einkesseln kann. Einer von euch muss ja sowieso raus, um den Kessel aufzumachen. Jetzt eigentlich gedacht, dass irgendwer das Feld kriegt. Damit die gegnerischen Einheiten zumindest einmal nicht versorgt sind. Der andererseits ist irgendwer, wenn wenigstens irgendwer so ein bisschen hier stünde, wäre das ja auch nicht schlecht. Jetzt auch wieder in so einer Situation. Es gibt genügend Gegner und kaum eigene Einheiten. Noch gerade gar nicht sicher, wo man am besten anfängt. Hier haben wir sogar ein paar gebrauchbare deutsche Divisionen, die aber alle keinen Schritt wegkommen. Hauptquartiere sind alle in Reichweite. Das riecht einfach mal nach großer Motorisierung. Wenn sie stehen bleiben, würden sie wahrscheinlich eh nur eingekesselt werden. Gut. Ach so, das ist raues Gelände, deswegen kommen die da nicht hin. Aber die Frage, wo, also man braucht, na gut, hier sind auch welche. Er sollte auch ja zusehen, dass er da rauskommt. Geht auch noch einer, ihr müsst euch da irgendwie im Hinterland positionieren. Ja, jetzt sieht man sehr eindeutig, wo hier wirklich das miese Gelände also wäre oder das gute Gelände zur Verteidigung, das aber häufig nicht erreicht wird. Also, du kannst das raue Gelände erreichen, dann fahr da mal drauf. Hier so ein bisschen, na gut, da hätten wir eine Stadt, die hätte definitiv auch was für sich. Aber auch ein. Du könntest dich hier einfach so ein bisschen lose reinstellen. Wird's natürlich auch die Frage. Eigentlich wäre schon sehr hilfreich, finde ich, die wenigstens kurzzeitig mal zu kesseln. Dafür musst du wahrscheinlich du auf Verdacht motorisiert werden. Fahrzeuge sind genügend da. Gut, aber die Probe ist schief gegangen. Oder steht da einer? Also ich meine, 26 Punkte müssten doch. Ach so, da steht einer. Hab mich jetzt gerade schon gewundert, dass 26 Punkte nicht ausreichen sollen, das Feld zu erreichen. Okay, wenn da einer steht, hat sich das mit dem Einkessel natürlich irgendwie erledigt. Das hier drüben. Deutsche Einheiten fest. Wir nutzen den Ungarn, aber halt. Eine Stadt, deswegen haben die eigentlich immer noch ganz ansehnliche Verteidigungswerte. Kriegen wir die ein bisschen Luft versorgt? Ja, ich habe ein Depot da drin, oder? Ja. Davon aus, dass die von 200 Tonnen ganz ordentlich leben können. Und der hat, ja, 101 Supply. Wenn die jetzt nicht alles rausschießen, dürften die von der Anzahl ganz gut leben. Also ich glaube, dann reicht es vielleicht einmal zu schicken, der nur kurz den Kessel wieder aufmacht. Auch wenn das natürlich nicht gewisserweise alles nicht sehr langfristig ist, wenn man den Kessel nur kurz aufmacht. Ja gut, aber die kriegen wir zur Not aus der Luft. Irgendwie versorgt. Vielleicht doch noch eine zweite Mission? An 370 Tonnen.
sollten zwei Divisionen da erstmal einen Moment leben können. Auch direkt als Sendout markiert, das heißt, ihr müsst das jetzt doch gekriegt haben. Naja, aber sie müssten zum nächsten Mal irgendwie ein bisschen was da haben. Gut, also. Ach ne, der wurde noch nicht bewegt. Sollte sich vielleicht auch wenigstens etwas absetzen. Du hast hier schwere Gelände, du hast die Stadt. Ich will hier auch noch ein bisschen schweres Gelände. Hauptquartiere mal kurz nach hinten, dass man ein bisschen was sieht. Ist hier alles offen und damit nicht wirklich zu halten. Hier hätten wir einen Sumpf. Okay, du könntest mal den nehmen. Hier ist irgendwie auch noch eine riesige Lücke. Aber du kamst jetzt leider exakt nicht in den Sumpf rein. Also stell dich da ein wenig hin. Und, oder hier unten rum vielleicht. Mangelt es gerade auch noch an Einheiten. Da rein. So, da ein bisschen lose Verteidigung. Also, die würden geschlagen werden natürlich, aber einfach, dass sie vielleicht den Gegner ein bisschen ausbremsen. Nur ein ganz bisschen hier und da. Und ich gebe es noch. Na gut, wenn der gut motorisiert, könnte der vielleicht sogar da oben hin. Es wird wieder ein Chaos geben mit dem Hauptquartierzuteilung, aber naja, irgendwer da aufpassen. Da oben ran und hier wäre zum Beispiel einmal schwere Wälder. So, dann die Stadt hier drüben selbst. Immer noch einen leichten Wäldern, den droht natürlich hier auch ein bisschen die Umschließung. Ich könnte natürlich zum Beispiel das Dreier vor sein lassen und die Einheiten hier verteilen. Auch hier, also ich glaube, der Eisenbahner kann da raus. Das sind eh nicht zu viele Einheiten. Die Bahnanschlüsse sind eh bald alle futsch. So, für ein Superdepot und sowas. Aber wer geht da noch rein? Wir könnten vielleicht diese Division picken und dann wird es in Teilen lustig. Ja, das hier unten zumindest so ein bisschen aufhalten. So gut, wir könnten hier noch einen Italiener, die sind zwar im nächsten Zug weg. Aber diesen Zug können die vielleicht noch was erreichen, aber man kann auch hier nicht so viel wegschicken, weil das auch total aufzureißen droht. Ja. Hauptquartiere. Mal wegstellen. Im Prinzip müsst ihr zumindest so lange durchhalten, bis die Panzer hoffentlich sich bei Stalino ein bisschen darum gekümmert haben und dann Zeit haben, zu euch zu kommen. Kann lustig werden. Uns erstmal so stehen lässt. Wie gesagt, das Hauptquartier Chaos mache ich nachher noch. Dann kommen wir nach Norden und endlich mal wieder ein paar Truppen zur Verfügung, die sich auch tatsächlich sogar bewegen können. Tatsächlich halbwegs Refit bekommen haben. Also ihr müsstet eigentlich euch auch nach Süden verlegen und diese Waldlinie hier wenigstens halten. Und gleichzeitig Kontakt zu Aurel. Weil also Kontakt zu halten ist jetzt auch nicht so das Thema. Aber hier auch mal ein bisschen freiräumen, dass das hier entspannt wird und vielleicht sicherheitshalber noch eine Division in die Stadt selbst rein, damit die auch hält. Dann gibt es ja auch die Chance Kesseln und zwar zwei Chor. Ich meine, das spricht eigentlich Einheiten, die hier wären nur so, wenn die etwas stärker wären. Wäre schön. Ist auch ein bisschen bunt gemischt, welche Armeen hier alle beteiligt sind. Mal gucken, hier oben, ne, also irgendwie nördlich keiner von euch. Also mit diesem Kram hier das hier irgendwie in Form bringen. Könnte auch gucken, diese Division zu schlagen und den vielleicht kurzzeitig einzukesseln.
möglich da noch rauszunehmen. Ich meine, es ist immerhin eine Division. Die größere Beute ist natürlich deutlich, sind es die beiden Chor hier. Der anderen Seite wirklich eine Division, das könnte man den auch einfach eben raushauen. An den anderen kommt man wieder nicht so richtig weit. Na gut, ihr hättet zusammen einen vorbereiteten Angriff auf den. Muss ja noch irgendwer das Feld decken. Ich würde sagen, aus zeitlichen Gründen den einfach nur zerschlagen und eher zusehen, den Kessel um die Chore aufrecht zu erhalten. Dann noch nach Orere. Okay, wir könnten die siebte schicken. Frisiert oder recht kampffähig. Okay, also ihr beiden macht ihn fertig. Keine größeren Probleme, sehr schön. Dann sollte wahrscheinlich einer von euch auch das Feld besetzen, damit direkt bei Uriel es etwas entspannter aussieht. Gut, du kannst meinetwegen da bleiben. Hier ist halt offen, aber da sind ja auch gerade nicht zu viele Feinde. Also wer von euch, ihr könnt natürlich auch den motorisieren, grob betrachtet sollte das reichen. Den kämpfen kann der ja auch noch und es ist ja auch eine Stadt. Also da gibt es ordentlich Verteidigung eigentlich dazu, wenn alles nach Plan läuft. Ja, grob berechnet, auf den Bewegungspunkt genau hat es gepasst. So, über 100 angeblich. Kann natürlich auch noch, damit das farblich schöner passt, nachher neu zuteilen, aber eins nach dem anderen. Nächste wäre, den Kessel hier stärker abzusichern. Könnte es da noch mit ran? Da zum anderen. Du hast zwar nur noch vier Panzer, aber trotzdem irgendwie noch als Panzerdivision und hier wäre noch eine gebrauchbarere Division, weil die könnten wir auch hier unten brauchen, um das ein bisschen zu sichern. Gut, gibt da unten nur leichte Wälder. Sonst Luftwaffendivision unterstützt den nochmal. Natürlich, das fehlt da irgendwie noch eine Schwachstelle. Hätte man den motorisiert? Und es sind genügend AP vorhanden. Okay, Trucks, so langsam könnten die eng werden. Mal eben nachgucken. Ja gut, 7000 noch. So langsam werden sie eng. So, dann hält das hoffentlich. Kontakt nach Orel da. Die Linie hier nach Norden sah noch ganz gut aus. Das heißt, wer jetzt noch hier halbwegs fit ist, sollte ich hier ein bisschen wegen diesem Durchbruch was machen. Jetzt zum Beispiel hier die schweren Wälder besetzt. Da noch jemand Gebrauchbares, dann bräuchten wir noch wen hier irgendwie etwas Kontakt halten kann. Aber sich direkt dem so ein 17er Chor zu stellen, ist auch nicht gerade gesund. Wobei der ist auch noch ganz gebrauchbar. Wenn du noch den dazu kriegst, kann das vielleicht erstmal halten. So ein bisschen. Mir noch ein Panzer über, soweit. So gut. Hier auch noch ein paar Einheiten. Auch noch vielleicht verschieben, aber mache ich dann gleich wahrscheinlich. Dann hier die Linie rauf. Da ist jetzt gerade keiner. Die stehen fast wieder und denken, na, kann man die vielleicht einkesseln? Ein 12 Felder, theoretisch wird der Motorisierte bis dahin kommen und da kann ja auch noch einer rein. Aber die haben hier Einheiten, die eigentlich direkt wieder rauszuschlagen. Deswegen sieht es interessant aus, muss aber denke ich jetzt auch nicht sein.
Im Kessel, die 30. Ja, ach genau. Die war ja bei einem der letzten Kesselversuche und ein Regiment von denen wurde total zerschlagen. Deswegen laufen hier gerade zwei Einzelregimenter rum. Na gut, soll man das Feld wieder ran? Ich schon. Finde ich andererseits. Na gut, das müsste der Motorisierte machen, aber dem würde ich auch gerne weiter eine Pause gönnen. Und mach das anders. Du übernimmst das Feld und der etwas Stärkere versucht sich da zu halten. Hier soweit. Ach ja, hier oben. Viasma ging leider verloren. Da kannst du dich eigentlich hier mal ein Feld zurückziehen. Geh das zusammen, dann hält das halbwegs als Linie. Und der in seinen schweren Wäldern wurde auch angegriffen. Und kann sich vielleicht dann doch auch langsam zurückziehen. Versucht ihr mal zusammen das da zu verteidigen. Ansonsten hier recht gebrauchbar aus. Dann hier oben wird sich vielleicht die Chance im zweiten Anlauf den einzukesseln und vor allem dann auch diese Wälder hier zurückzuerobern. Hier war halt das Problem, dass direkt hier schon ja, die Sowjets alles an Gelände erobert haben und man hier schon aufs offene Feld zurückgedrängt wurde. Aber jetzt hat sich die Lage ein bisschen entspannt an dieser Stelle. Und zumindest den rauskickt, die Wälder wieder stärker zu haben. Und hier auch vielleicht direkt drauf geht auf die anderen schweren Wälder. Aber eins nach dem anderen. Wir haben ja auch ein paar Panzer und alles da, aber wir müssen erstmal hier den zerschlagen. Denk mal, du schaffst das. Jemanden dazu gerufen. Kann es natürlich wieder eng werden. Noch unseren Panzer ranpfeifen. Keiner dabei, jetzt ging es ein bisschen eindeutiger. Das Feld selbst ist hier halt offen, das ist problematisch. Dann halten zu können, aber sonst geht da mal zusammen ran. Und hier hin, das auch wieder anzumalen. Den einzukesseln, ich weiß nicht. Bleibt lieber hier schön in euren Fort drin. Und das noch damit hin. Und dann, wenn alles nach Plan läuft, haben wir hier wieder etwas mehr Gelände. Und das Korps dürfte hoffentlich weg sein. So, ihr haltet hier drüben eure Position und hier kriegt man ein bisschen Gelände zurück anscheinend. Gerade auch das raue Territorium könnte sehr hilfreich sein. Man könnte jetzt auch hier wieder zum Kesseln ansetzen, aber es ist nur eine Brigade. Vielleicht einfach kaputt schlagen und dann reingehen. Oh, der zieht sich nur ein Feld zurück. Oh, einen schnellen Angriff übersteht er sogar. Ich hätte jetzt gehofft, dass weil er schon einmal verloren hat, dass er das nicht einfach übersteht, aber gut. Die sind so schwach, die will ich eigentlich gar nicht direkt da nach vorne stellen. Du bist jetzt auch nicht mehr der Stärkste, aber gut. Christisch oder der andere kommt noch ran, ihr werdet das schon irgendwie überstehen. Hoffe ich. Hier steht hier ansonsten auch noch alle ganz ordentlich. Du, na gut, du bist nur in leichten Wäldern. Überlegen dich auch direkt ins raue Gebiet zurückzuschicken. Also es wäre definitiv gesünder. Andererseits wäre dann hier so eine unschöne Lücke. Derweil, ach, oder du stellst dich zu dem. Ich denke, zusammen könnt ihr das schon irgendwie überstehen. So, dann dieser Weg rauf und der wird echt immer unangenehmer, was da verloren geht. Gelände. Frage ein bisschen, kriegt man die da weg? Mal hin.
Mich doch mal überlegen, hier rauszuziehen. Und die hier war noch irgendwo was wie ein Depot in der Nähe. Hinten haben wir auch immer noch genügend Zeug liegend, aber ist hier mal auf Refit dringend. Vielleicht damit, okay, die sind da gerade auf 3, die anderen, dann geh du mal auf 2, dann schickt der vielleicht mehr nach vorne über die Gleise. Ist das erstmal halbwegs zu? Gehen hier auch ein paar mehr Regimenter rum. Hatte ich letztes Mal noch so eingestellt, weil ein paar, naja, weil hier echt teilweise kampffähige Divisionen fehlen. Ein bisschen mehr Fläche abzudecken, mehr auf Regimenter gehen. Haken ist, es fehlen immer noch kampffähige Divisionen. Also die Luftwaffenfelddivision könnte sich dahin stellen. Hier haben wir auch Schrottdivision. Gehst du refit? Ich hoffe, der schickt jetzt wirklich einigermaßen nach vorne. Wirst du das Feld nehmen? Du stellst dich da rein und hoffst, dass du nicht angegriffen wirst. So, was macht der Norden? Ach ja, genau. Gegner eingekesselt. Das Problem, das Korps ist immer noch viel zu stark, als dass man irgendwie eine Chance hätte, das zu zerschlagen. Deswegen hoffe ich für den Moment einfach, dass wir die Divisionen erwischen. Aber zum Erwischen müsste man sie auch angreifen können. Na gut, du könntest das, aber. So. Ist halt, ist der Gegner schon so geschwächt, dass gerade da schon Durchschlag hätte. Weil man könnte dahin, aber das wird, glaube ich, nicht viel bringen. Und eigentlich müsstest du hier auch stehen bleiben, ehe der einfach weiterläuft und droht, den einzukesseln, was nicht so schön wäre. Die ihr wieder da irgendwie eure Position halten müssen. Also ja, irgendwer. Als ich meine, die Verkontrollzone ja noch. Versuch du doch mal, den loszuwerden. Ja, und der ist leider noch zu stark. Frag mich, wie lange man den Kessel noch halten kann, aber wenn das immerhin vorübergehend die beiden Einheiten ein bisschen blockt, in Ordnung und du solltest einen Schritt. PDE. Gut, das ist irgendwie totales Chaos. Ach, ich freue mich schon drauf, so viel neu zu ordnen gleich. Aber lassen wir es erstmal so stehen. Hier gab es irgendwen neuen. Komm mal. Eigentlich bräuchte man den im Norden auf dem Feld, wo der andere stand. Aber andererseits hier drüben. Vielleicht kommst du doch hier hin. Sei es nur, dass du dich irgendwie demnächst da in den Weg stellst. Ja, der kann natürlich noch nicht aussteigen. Aber das wird schon. Reserve habe ich schon geguckt. Und Einheiten geschickt und alles. Luftversorgung. Na gut, weil jetzt natürlich theoretisch noch mehr hinten oben hinschicken. Auch nach Markus selbst, nur so, dass die ein bisschen was da haben, als sie eingekesselt werden. Kriegt auch noch mal eine Ladung. Okay, und eine noch für euch. Warte, jetzt fliegt ja die von Pelgorod ein. Manchmal sollte man echt. Oder. Gucken, was die eigentlich machen. Naja, ich werde jetzt mal einen Cut machen. Das wird ein Momentchen dauern und dann sehen wir uns gleich wieder. Weiter geht's und ich bin mal gespannt, ob das irgendwie eine Chance hat zu halten. Ja, auch nicht. Also hoffentlich hier so ein paar Einheiten auf Reserve. Ja gut, du hast auch nicht die stärksten Gegner, außer die greifen aus dem Kessel heraus an. Also eigentlich kann der nicht bedingt mit.
Reserve ein bisschen, der vielleicht noch, weil er nicht so ganz akut bedroht ist. Ihr habt da eigentlich überall eigene Probleme. So, hier nur leichte Reserveeinheiten. Ich hoffe mal, dass das trotzdem irgendwie halten kann. Die sind ein bisschen zu weit weg. Ich glaube, defensiv ist Reserve bis zu 6 Felder oder so. Das wird in den meisten Fällen nicht mehr reichen. Hätten wir da oben noch den anderen Kessel, aber der sieht auf jeden Fall ein bisschen stabiler aus. Da auch ein paar Einheiten, die auch nicht so ganz selbst bedroht sind. Also ich gehe davon aus, dass das da schon halten wird. Bei Stadino ist da aber eher ein großes Fragezeichen dahinter. Dann ein bisschen Depots verändert und ja, Unterstellung und sowas, dass hier oben nicht irgendwie einer links und rechts was nicht unterstellt hat. Es ist jetzt hier so eine durchgehendere blaue Linie, das passt dann schon. Und es gibt noch ein paar neue Befestigungseinheiten, ein paar wurden zerschlagen. Also hier oben sind welche, die so ein bisschen ja auch schon mal in die zweite Reihe rein was bauen sollen. Und hier im Süden auch ein Schwung neuer gebaut. Einmal für die beiden Städte hier, dass da schon mal ein bisschen was gemacht werden kann. Und dann hier, wo die Sümpfe anfangen, dass man da auch schon mal auf Dauer vielleicht ein paar Positionen hat. Weil die Reste der zweiten Armee, na, die werden sich auf Sicht immer weiter zurückziehen müssen. Selbst Charkiw, fraglich, wie die Lage sich entwickelt. Es kommt wirklich darauf an, wie schnell die erste Panzerarmee, im Prinzip der größte Aktivposten, den es gerade gibt, wie schnell die hier im Zweifel diese Situation beruhigen, um dann da wieder aufzukommen. Man wird sehen und auch sehen, was die Sowjets jetzt so anstehen. Luftphase, aber wahrscheinlich auch wieder nur ein paar Aufklärungsflüge. Im Westen hier auch noch Blizzard. Ja, und zumindest in diesem Kartenausschnitt bei Orel ansonsten nur Schneefall ist. Ich meine, wir sind schon März, irgendwann Richtung April wird das Ganze in Regen übergehen. Wo ich mich vorfürchte, im Moment ist der Sommer, wenn eigentlich nicht mal mehr das Wetter hilft, wie sehr die Sowjets dann angreifen werden, das kann heiter werden. Und den Anfang oben bei Leningrad, aber die Truppen verstehen immerhin und schießen schön viele feindliche Panzer ab. Ihr bleibt hier auch ganz gut in euren Befestigungen. Ah, das war der, der nochmal Weg nach Belgorod einmal geöffnet hat. Autsch. Ich hoffe, dass die Position da länger hält. Jetzt sind die ja schon auf das große Fort, nächste Fort zurückgeschlagen. Nochmal, aber sie halten nochmal Stand hier drüben. Rostov-Linie auch noch so weit. Also gut, ein Feld wurde ja zerschlagen. Und die anderen halten das bisher ganz gut durch. Wenn es jetzt noch regnen würde und der Fluss da noch wieder da wäre. Bauen hier leider ganz schön zu. Hey, ihr haltet Stand und viele, viele Panzer zerstört. Ja, wie Italiener ist egal. Die sind im nächsten Zug weg. Überleben auch.
Achso, was sind hier noch Befestigungseinheiten? Nekrosk. Erhaltet Stand, sehr schön. Halten Aufstand. Das ist der Kessel hier bei Aurel. Neunten Armee auch nicht so gesund aus, wenn die Position verlieren. Immerhin jetzt mal einen gehalten. Mal die Frage, wie viele Angriffe kommen da denn bitte noch? Das ist auch gut, wenn der Kessel hier drüben halt hält. Wäre immerhin ein Chor. Knapp, aber gut. Dafür sieht es hier weniger gut aus. Ja, da ist der Zug irgendwann doch zu Ende gegangen. Wir haben wieder massiv isolierte Einheiten. Ja, die sind ja einfach so ein bisschen außenrum gegangen und haben einfach unsere Einheiten, die einkesseln sollten, ihrerseits eingekesselt. Ich glaube, das gibt noch eine lustige Kesselschlacht, weil jetzt natürlich die Einheiten hier ausrücken, um die wieder zu holen. Noch die Panzer, die von hier hinten nachkommen, natürlich auch noch hier reingeschmissen werden können, um die anderen wieder rauszuholen. Es kann noch ein Weilchen hin und her gehen. Ich sehe gerade, da ist noch ein Italiener. Ach so, 19, klar, ihr seid noch Zug 19 da. Hab mich gerade vertan. Also diesen Zug sind sie noch da. Ansonsten ist die Lage. Naja, also ich glaube, das wird sich schon noch klären irgendwie. Aber hier hinten gehen ein wenig die Verteidiger aus. Und die auch teilweise in ihren Vor eingekesselt. Da muss man wahrscheinlich irgendwie mit Luftversorgung arbeiten. Immerhin die zurückgezogenen Einheiten der 2. Armee wurden, glaube ich, soweit nicht attackiert.
Und konnten hoffentlich einfach den Gegner ein bisschen aufhalten. Hier oben haben wir auch einen kleinen Einbruch, aber damit wird man noch fertig. Der Kessel hat gehalten. Und vielleicht, wenn man den rausnimmt, kann man die irgendwie einkesseln. Wer weiß. War alles recht stabil. Hier mal ein Feld. Auch nichts Großartiges. Der hat gehalten, der Kessel. Sehr schön. Kann man den rausnehmen, die Wälder besetzen und mal sehen, was man mit den Panzern dann anfängt. Hier gab es ein paar Kämpfe, aber auch wieder freie Felder. Wird irgendwie auch alles immer kritischer. Hier oben, okay, der hat auch, die haben auch gar nicht versucht, den zurückzuholen und jetzt ist die Lage hier ein bisschen entspannter geworden. Gut, also ja. Brusk verloren, Charkiw, ob sich das halten wird, ist eine gute Frage. Zeit für die Luftversorgung. War hier schon irgendwas? Eine rumänische Division. Ja, immerhin, die muss ich irgendwie dazwischen schmeißen. Und das Entscheidende wird sein, dass die ganzen Panzer und sonstigen Einheiten vorbeikommen, um die Panzer hier wieder rauszuhauen. Und gleichzeitig hier möglichst viele Gegner einzukesseln. Wie gesagt, das kann womöglich noch lustig ein Weilchen hin und her gehen. Okay, und wenn man den raushaut, kann man vielleicht den Kessel dann unter. Also die kommen von hier und fahren daran. Wenn wir den raushauen, kann man den Kessel vielleicht noch unterteilen. Und irgendwer muss hier drüben ran den zerschlagen, dass man das noch hat, wird lustig. Ansonsten. Ja gut, Garnison und sowas alles nicht so spannend. Was sagen denn? Ja gut, ja, da waren glaube ich wieder Kessel drin und da werden auch demnächst wieder welche drin sein. Aber immer noch 3 zu 1 ungefähr von der Mannstärke. Panzer sieht auch ganz in Ordnung aus. Durch auf der Karte. Ja, so langsam geht es mal unter die 5 Millionen einsatzbereit. Das wäre ja immerhin etwas. So und ja, wir haben wieder genügend Fahrzeuge im Pool. Das sieht da ganz entspannt aus. Statistiken, wobei gibt es irgendeine spannende Statistik? Also Treibstoff ist genügend da. Und der Rest läuft halt. Also ja, auch mit den gegnerischen leergeräumten Kesseln haben die in letzter Zeit auch mal endlich spürbare Verluste erlitten. Wetter, irgendwas Spannendes. Am Norden Blizzard. Okay, und einerseits gehen wir nächstes Mal auch nur auf Cold zurück. Außer da, wo es massenhaft Blizzard geben wird. Interessante Mischung. Wann soll nochmal der Regen kommen? Bald. Im Verlaufe des Aprils. Noch ein Weilchen durchhalten. Gut. Eigentlich irgendwie. Achso, ja. Wir haben jetzt ein bisschen unübersichtlich die ganzen Italiener, die weggehen. Einfach, dass demnächst mal irgendwelche Divisionen noch dazukommen. Ist hier irgendwas Spannendes? Hier einige Einheiten. Naja, zum Beispiel eine neue Panzerdivision. Die geht zwar in Zug 29 weg, aber ich glaube, da lohnt sich es nochmal. Deswegen habe ich die verstärken lassen. Der hingegen ist in Zug 20 im Westen oder geht dann weg. Den braucht es nicht. Der auch. Und so einiges, was man hier sieht an Divisionen: 21 Westen, 20 Westen, 21. Sind halt die ganzen Stalingrader Einheiten. Jetzt langsam reinkommen und häufig auch wieder weggehen, weswegen man leider nur vereinzelte Divisionen von denen kriegt. Aber ein bisschen Kram hier und da ist vorhanden. Und ja, es ist schon irgendwie eine lustige Sache. Man kommt einen Moment hier mal raus aus diesem Kessel da oben und hat den fertig und hat gleich die nächste Kesselsituation, wo plötzlich auch die eigenen Einheiten ganz schön bedroht sind. Aber ich denke, das kriegen wir noch mal hin und dann wird es vor Stadino entscheidend sein, welcher Seite zuerst die Puste ausgeht. Ich gebe zu, wenn die Sowjets diese Sache gewinnen und die erste Panzerarmee zerschlagen, dann ist die Sache gelaufen. Weil ohne erste Panzerarmee gibt es eigentlich niemanden, der diesen Vorstoß noch richtig abwehren kann. Und dann ist es nur noch ein Ende, also ein Rückzug. Und wenn er das Wetter aufklart. Naja, der nördliche Bereich, so Orel, nördlicher, ich meine, da gibt es auch Macken,
Aber der sieht im Moment ja noch in Ordnung aus, wenn man das mit dem vergleicht. Also hier vor Stalino wird es also in den nächsten Runden mal wieder eine große, entscheidende Schlacht geben. Ich hoffe mal, dass die gut ausgeht. Aber dann an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.